Geil, geiler Sound. Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Fallout 4 Vault-Tec. Schon, aber viel Bunker bauen tun wir jetzt nicht mehr. Es ist nur noch Vorbereitung auf Nuka World. Wir brauchen viel Schrott und so. Und wir farmen gerade alles, um alles zu verschrotten, um Munition zu bauen und um eventuell kurz vor Schluss noch Roboter zu bauen. Sonst machen wir das in Nuka World. Mal sehen. Ja, aber erstmal nur sammeln und Munition produzieren. Mauerwurstratten. Hier war ich ganz am Anfang mal. Könnt ihr euch erinnern? Meine Güte. Und ich habe mich gewundert, was man hier drin machen soll. Ja, das war's schon. Okay. Wenn ich jetzt hier mein Baumenü aufrufen könnte, könnte ich hier überall Dünger rausholen aus den kleinen Hügeln. Aber na gut. Dann nicht. Guck mal, das ist ein Friedhof. Soll ich da mal hinlaufen? Da müssen wir so vorbei. Sehr gut. Ich will ja hier hinlaufen. Dark Hollow Teich. Da waren wir noch nicht. Wundert mich, dass ich immer noch einen Ort finde, wo ich doch noch nicht war. Sonst haben wir nur noch Orte, die nicht auf der Karte angezeigt werden. War ich eigentlich da mal? Da mal oben? Da mal? Da mal? Blöder Vogel. Oh, hallo meine kleinen Ghoulilines. Ihr seid süß. Kate, Granate rein und... Yeah, baby. Das war gut, das war gut. Alter, die Granate. Und ich hatte nämlich keine. Und ich habe immer so viele Granaten dabei eigentlich. Na gut, noch eine Splittergranate, aber egal. So. Okay. Hier war mal ein Magazin, das habe ich vergessen mitzunehmen, aber das haben wir jetzt mitgenommen. Oder bei einem anderen Friedhof war das, kann auch sein. Na gut, das ist ein Mausoleum. Ein Mausoleum. Ah, Blumen. Knochen. Was zum Teufel war das? Hä? Das wird sicher lustig. Was ist denn jetzt passiert? Hä? Kate, wo kommt der denn auf einmal her? Naja, jetzt ist er tot. Habe ich da irgendwas übersehen? Hallo? Hat einer drauf geschlafen? Wahrscheinlich. Warum gibt es eigentlich hier immer noch Strohkissen? Verstehe ich nicht. Okay, dann gehen wir mal... Da, was ist in der Kirche drin? In der Kirche. Das ist ein Rasenmäher. Ein atombetriebener natürlich. Ein atombetriebener natürlich. Okay, nee, dann gehen wir mal die Straße hoch. Den Weg. Den gepflasterten. Ha! Oh, da ist ein Kind gestorben wahrscheinlich. So. Knochen. Irgendwann produzieren wir mal Sins, um sie in einer Arena kämpfen zu lassen. Definitiv. Ich weiß noch nicht, wann und wo. Auf jeden Fall nicht im Vault-Bunker. Das verwerfe ich. Da steht schon genug drin. Und wenn man zu viel übers Limit hinausbaut, dann kriegt man damit immer Performance-Probleme. Deswegen muss ich eigentlich eine extra Siedlung dafür auswählen. Was ist das denn hier? Warum ist das grün? Ich würde das aufsammeln. Gib mir den Grabstein. Gib mir den Grabstein. So, was haben wir noch da? Öffnen. Keine Fallen, nein. Okay. Eine Vase. Wir finden hier, glaube ich, nur Vasen. Na gut. Okay, dann weiter zu unserem Ziel. Und zwar... Da lang. Am Flugzeug vorbei. Und dann gucken wir mal, wo wir hingehen. Oh, Supermutantin. Ah, hier ist schon das Flugzeug. Hier sind noch eigentlich Bruderschaftler. Scheiße. Einmal kurz Deckung nehmen. Oh Mann, wir haben halt keine Munition mehr dafür. Mal das Ärmchen wegschießen. Boah, ey, im Batz-Modus macht die Knarre echt viel Schaden, oder? Viel besser, als wenn man so schießt.
Oh, Splittergranate. Oh, Nebulosa. Oh, nicht gut. Oh, das war knapp. Oh, unser Slow-Mo ist angegangen. Ja, Kate. Hast du sie getötet? Ja, er fällt sogar noch um. Oh, Schluch. Geil. Geiler Sound. Minigun bringt immer viel Zeug. So, das Krieg. Das ist eine Ballade, aber ist egal. Ein weiterer Sieg für die Bruderschaft. Ah, die haben gewonnen. Wäre cool, wenn die mal verlieren würden. Was heißt cool, aber... Ihr wisst, was ich meine. So, Fusionszelle, Schöpfkelle, Lasergewehr, Lederrüstung, Tamuster, Halstuch. Das waren das Raider oder jetzt... Nee, Gunner. Steht doch da, Altemar. Immer noch am Kämpfen. Hohlkork, Mutterbeere, Plastikteller. Nein. Bringt halt nur ein Stahl, so ein Rüstungsteil. So, was ist das dann? Tresor? Tatsächlich. Unfassbar. Gut, wir looten jetzt hier noch an der Flugzeugstelle leer. Und dann bringen wir das erstmal zurück zu Starlight Ref Inn. Und dann schnell reisen wir wieder hier hin. Und gehen von hier aus weiter zu diesem Punkt. Ich möchte halt ein bisschen Zeit vertreiben, weil wir müssen ja auch Zeug looten unterwegs. Und danach sowieso wieder. Deswegen ist es ganz gut, dass wir mal wieder so Stellen leer looten. Guck mal, was haben wir denn hier? Kronkorken. 23! Das hat sich noch nie rentiert. Kind des Atoms. Ah ja, die werden auch getötet. Gamma-Kanone. Liegen hier noch mehr vom Kinder des Atoms? Nee, ne? Gut, dann gehen wir jetzt nochmal ins Flugzeug. Und gucken da nochmal rein. Hallo? Koffer, okay. So. Geschafft. Geschafft. Sehr schön. Wunderschön. Oh, guck mal, hier ist ein Köpfchen. Ah, auch von Kindern des Atoms. Verstecktes Fach. Aha. Cool. Oh, Alter, was haben wir denn jetzt gefunden? Was ist das denn hier? Skylanes Schmuggelverzeichnis. Oha. Oh. Skylanes schmuggelt. Die haben Waffen geschmuggelt, oder was? Alter, was ist denn hier los? Skylanes Schmuggelverzeichnis. Okay, was steht denn da? Also, alles was... Achso. 23.10. Herkunft TD Chicago. Ziel JM Boston. Inhalt der Fracht. Red X, Stimpak, Medex, Laser, Fusionszelle, 10mm Baton, Schrotpatrone und $2500 in bar. War das noch da drin? Weiß ich gar nicht. Krass. Können wir dahinter noch irgendwie hin? Fleisch und Bohnen. Nee, hier ist nichts mehr. Cool. Hat sich gelohnt, ne? Oh, oh. Oh, oh. Ach, egal, wir schnell reisen zurück zu Ausbeutungs GmbH und KKG und bringen mal alles weg. Wir haben noch ein bisschen Zeit, so ist ja nicht. Und gucken uns das nochmal an. Ah. Und ich glaube, ich mache bei der nächsten Folge dazwischen, gehe ich mal kurz zum Vault Bunker und mache mal den Workshop leer und bringe mal alles zur Müllpresse. Und die ganzen Waffen, die ich noch verschrotten will und so. Ja, habe mich ja kurz umentschlossen. Ja, definitiv. Wie ich ziehe mein eigenes Zuhause nochmal um bei Nuka World in eine Siedlung, wo nur ich wohne, ohne andere Siedler. Ich werde da nicht viel bauen, nur meinen eigenen Krempel. So, dass ich keine Performance-Probleme später habe, weil so viele Siedler da sind oder ich zu viel baue oder so. Einfach nur meinen Palast. Aber ob ein Siedler mit mir da wohnt, ich meine, ein Companion, das müssen wir noch gucken. Zum Beispiel Kate oder so. Aber wir entscheiden das dann bei Nuka World. So, okay. Transfer. Ich sag das immer wieder so oft, ja. Falls das jemand nicht mitbekommen hat und sich dann wundert. Aber ich glaube, jetzt haben wir es. So, warte mal. Ich muss noch den ganzen Schrott hier rausholen. Nein. Aschenbecher. Das. Faser, nein. Baseball. Wir wollen keine Baseballgranaten bauen. Knochen, Düngemittel, Säcke, ja. Bierflaschen. Guck mal, wie viel Kleinkram hier noch ist, ne? Witzig. Das haben die halt gefarmt. Ach ja, stimmt, ja. So, das muss aber alles klein gematscht werden. Das ist wichtig. So. Das ist nichts, nein.
Golduhr. Welcher Glas? Gummi 110. 101. 101 Gummis. 101 Dalmatiner. Was ist das denn? Nukleares Material. Hochleistungsmagnet. Achso. Guck mal. Jungle zum Mondaffe. Ja. Keramik. Klebeband, Kleberolle. Linkes Bein, rechtes Bein. Kochplatten. Kreditkarten. Küchenform. Gleich habe ich's. Nee, ich bin jetzt bei L, oder? Oh Gott. Oh jemine. Ach, das mache ich nachher. Das mache ich ohne euch. Und dann knall ich das alles hier rein. Kennst du die Farm, die von... Ja, ich kenne die Farm, die von Ghoulen gedingst wird. So, Schrott. So, ist schon einiges, ne? So, rein damit. Sehr gut, es wird wieder produziert. Das ist so schön. Ich könnte jetzt auch mal die Stahl und die Dingens, Dinger umleiten. Und zwar in eine Munitionsfabrik. Wir haben die Destillis ja oben. Die brauchen wir momentan nicht. Und zwar könnten wir hier die Munitionsfabrik bauen. Moment mal. Also ich will die jetzt nicht ankurbeln. Ach, wir haben ein Problem. Das geht ja nicht, weil dieser Mod nicht installiert ist, ne? Armor Forge, Auto Butcher, Recycler, Baumaschine. Melee, Fist Weapon, Faction, Armor. Armor Power, Armor Robot, Voltec, Weapon Forge. Ammunition Plant. Da ist es doch. Ich könnte die auch hierhin bauen. Dann machen wir. Das setzen wir hier hin. Nein, Quatsch. Aldemar, was machst du denn da? Doch, das muss hier hin. Ne, muss es nicht. Ne, es passt da nicht hin. Das können wir nicht mehr hinbauen, weil dieser Mod fehlt. Wir könnten sie nach oben setzen, wo die Destille ist. Erstmal, weil die Nuka-Cola-Produktion würde ich doch gerne dann in mein neues Zuhause legen. Das wäre auf jeden Fall schön. Das würde ich schon machen, in mein neues Zuhause. Guck mal, die ist sowieso nicht mehr da. Dann machen wir jetzt hier... Oh Mann, ey, wie viel Wasser ich dadurch verloren habe. Und Melonen und Mutterbeeren, ey. Das ist schon ziemlich traurig. Da ich den Mod deaktivieren musste. Aber es ging nicht mehr. Mein Savegame hat es nicht mehr laden lassen. Vor Walltech, glaube ich. Und das war leider der Mod. Ich musste ihn ausmachen, speichern, laden und dann nochmal speichern. Und dadurch habe ich halt alles verloren, was in dieser Maschine war. Schon schade. Armor, Ammunition Plant. So, Entschuldigung. Ammunition Plant. So, wir brauchen, was brauchen wir denn eigentlich für... 308er Munition ist erstmal wichtig. Erstmal 308er Munition. Munitionsfabriksteuerung. 308. Wir brauchen dafür Kupfer, Blei und Dünger. Alter! Kupfer, im Ernst? Kupfer und Blei. Okay, machen wir das. Scheiß drauf. Ist mir jetzt egal. Kupfer, Blei und Dingens. So, Kupfer, Blei und Dünger. Kupfer, Blei und Dünger. Merkt ihr das, Aldemar? Merkt ihr das? Dann lassen wir die Maschine einfach immer durchlaufen. Kupfer, Blei und Dünger. So, jetzt müssen wir es mal rausholen. Warte mal, wir brauchen hier nochmal gerade eine Herstellungsmaschine. Wo haben wir es denn? Da, Herstellung. So, nein, du sollst nicht kochen, meine Güte. Wir werden einfach alles, was immer an Stahl und so übrig ist, wird jetzt einfach immer in den Ammunition-Plan gelenkt. Ja. Und, hör halt auf, wenn ich mal Kupfer brauche, weiß ich ja, wo es drin ist. So, wir brauchen ein... Ne, zwei, glaube ich. Ein, zwei... Ne, zwei von beiden. Dünger. Dann Blei. Hoffentlich funktioniert das jetzt mal. Wenn nicht, dann tue ich einfach nur den Ammunition Plant dahin. Und, Kupfer. Mal gucken, bin gespannt. Jetzt bauen wir das um. So, erstmal hier. Ne, warte mal. Dahin. Das muss raus, Mutterbeere. Oh mein Gott, die ganze Arbeit umsonst, ey. Ich hätte so viel Nuka-Cola-Flaschen herstellen können. So traurig. Da war bestimmt 2000 aufbereitetes Wasser drin. Aber na gut, das ist jetzt nicht... Oh, guck mal, und die sind auch alle weg. Oh Mann, das war teuer. Oh je. Aber wenigstens sind die einen Dinger noch da. Hier, die hier. So. Schade, schade, schade. Oh, wie hießen die denn nochmal? Extractor. Component Extractor. Wir brauchen... Wir können auch einen nehmen. Das kann dann immer abwechselnd auswerfen. Eigentlich ist das ja auch okay so. Oh, guck mal, hier ist alles
Alles kaputt. Alles kaputt. So, das Kabel. Komm schon. So. So, anmachen. Hey, ich hatte doch hier so ein... Na, egal. Okay, 4. Abwechselnd bitte, sehr gut. Blei. Dünger. Kupfer. Ich habe auch extra diese, dieses Mod installiert, dass Kupfer wenigstens halbwegs gut hier rauskommt. Sehr gut, das funktioniert. Immer noch, sehr gut. Was haben wir hier? Meierlöck vielleicht, ja. Was haben wir denn hier? Raider-Rüstung, was ist denn hier passiert? Achso, die wurden bestimmt zerbatschert, ne? Ja, stimmt ja. So, das funktioniert noch. Ah ja, sehr gut. Ist mir egal, wenn es was dauert. Hauptsache, die fallen nicht runter. Ja, sehr gut. Das funktioniert. Sehr gut, dann gehen wir mal nach oben. Oh mein Gott, dass ich nochmal baue, ey. Wer hätte das gedacht? Es fehlt noch Kupfer. Da ist es. Wunderschön. So, rein da. Und produziere. Brauchst nur einen Kupfer. Komm schon. Ja, yeah, Munition. Oh, wir brauchen... Ach, da ist es ja. Die Badewanne. Zur Munition aufsparen. Mal gucken, wie viel das wird. Das wird bestimmt geil. Meine Güte, wir bauen Munition. Da sind immer 10 Schuss drin oder so, ne? Ja, sehr gut. Nicht, dass ich eine neue Waffe finde und die braucht eine andere Munitionsart, ja? Ja, das wird wahrscheinlich passieren. Aber egal, scheiß drauf. Wir produzieren jetzt mal. Wie viel habe ich denn noch? Könntest du mal was mitnehmen, ne? Wie viel ist da drin? Nochmal gucken. 10. Ja. Wie schnell baust du eigentlich? Ach, guck mal, es erzählen wieder andere Ressourcen. Nehmen wir nochmal mit. So. Krass. Aber es läuft, guck mal. Dauert nur ein bisschen aussortiert zu werden. Sehr schön. Sehr schön. Sehr gut. Läuft, 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 läuft. Jetzt haben wir mal ein Fl... Oh, guck mal, hier ist wieder alles daneben gefallen. Aber egal, so ein bisschen Schund ist immer da. So, drauf damit. Mist, geht ja nicht. So, warte mal. Das sammeln wir lieber so auf. Geht schneller. Jetzt fällt das sowieso wieder runter. Oh, der Eimer auch. Der Dingstopf. So. Ja, es wird immer alles verschrottet und was übrig ist, was Dünger, Blei oder Kupfer ist, wird ausgeworfen und direkt zur Munition verarbeitet. Das lassen wir jetzt erstmal laufen. Nachts umherzuschreiben ist nicht gerade das Klügste, was man hier tut. Oh, bling, 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 bling. Alter, Alter, Alter. Es läuft, es läuft, es läuft. Momentan aber irgendwie nur Kupfer, was durchgelassen wird. Und hier ist noch, guck mal, wie viel hier noch drin ist. Aber ist egal. Ja, ist egal. Wir haben ja Zeit. Wir kommen ja wieder. Okay, gut. Leute, das war wieder eine Folge Vault-Tec, Fallout 4, Entschuldigung, durcheinander. Und nächste Folge gehen wir weiter looten und unsere Produktionsstätte begutachten. Meine Güte, wer hätte das gedacht? Na gut, Leute, das war's von mir. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.